stolz sind die Zwerge auf ihre unglaublichen Bauten in den Höhlen der alten Welt. Doch was die Zwerge überhaupt gar nicht leiden können, ist, wenn einfach ungefragt irgendwelche Bretonen da durchmarschieren. Selbst wenn es nur Bergarbeiter sind. Aber die Scheiße lassen sie sich nicht bieten. Und ziemlich schlecht für unseren Herzog, wenn Eisenstirn persönlich und einer seiner Geister-Companions und noch ein paar seiner Runenschmied-Lehrlinge alle hier gerade zufällig in der Nähe waren. Das heißt, Runenmagie. Thorek Ironbrow! Na, du schwarze Falle. Hier muss man nicht auf Ding warten. Deswegen habe ich auch so viele geholt. Weil dann brauche ich nicht so viel warten, bis immer der Cooldown vorbei ist. The runes blow. Also. Dann fangen wir mal mit der ersten Sache an. Die artefaktbrechende Rune. Zerbrochene Rüstung. Bei den eigenen oder bei den Feinden? Ich glaube, dass das was beim bricht die Rüstung der Feinde, oder? Runenschmiede erfreuen sich besonders an dem Klang der minderwertigen Waffen anderer Völker, die unter ihren Hämmern wie Eiszapfen zerbrechen. Aufgetuned haben wir längere Effektdauer. Maximal 1. Also, dann sag mal, was du kannst. Ja, der typische bunte Stern, aber mit ein paar Funken kombiniert, also nicht so schlecht. Bei Runenmagie, sobald du eine Sache gemacht hast, ist alles andere auf Cooldown. Deswegen habe ich so viele von denen dabei. Die Schnelligkeitsrune. Diese Rune verbessert die Aufmerksamkeit und Wendigkeit ihres Trägers, sodass sie sich schneller bewegen und schneller Gegner überrascht. Längere Effekte aber beim doppelten Zusammen. Also wieder dasselbe. Bloß diesmal kann man das auf alle machen. Und warum nicht? Und da ist wieder der relativ langweilige, sternförmige Dingsstrahl. Ja, also für mich suggeriert so ein grauer Stern-Effekt nicht unbedingt Schnelligkeit. Die Rune von Eid und Stahl, die mag ich besonders. Mit der Rune von Eid und Stahl belegte Rüstungen. Mit der Rune von Eid und Stahl belegte Rüstungen widerstehen Dellen und Brüchen. Beim Überzaubern gibt es gleich mal satte 60 Rüstung dazu. Und es ist auch wieder auf alle. Und auch hier die generische Blase, die da einfach nur entsteht. Also Runenmagie. Ich weiß schon, es ist keine echte Magie, aber ein bisschen mehr darf da schon drin sein. Also wenn man sich der arme Typ verletzt, ist er doch bloß ein dummer Lehrling. So. Dann haben wir hier noch die Rune der Negierung. Das Geheimnis dieser mächtigen Rune wurde von Valaya selbst, einem Runenmeister, überreicht. Wer unter ihrem Schutz steht, ist vor Magie sicher. Also Schadensresistenz plus 40 ist nicht schlecht. Beim Überzaubern geht es auf mehrere. Das geht diesmal nur auf einzelne Einheiten. I have more than a few grudges to settle with these Urks. Ja. Das schaut auf jeden Fall ein bisschen interessanter aus. Das hat halt diesen Bogen nach oben. Ist in Ordnung. Aber auch da, nichts, was uns sagt, dass die Leute es dauerhaft haben.
Also abseits von den grünen Symbole, aber die finde ich nicht so geil. Ich würde mir wünschen, dass die im Kampf nichts zu sagen haben. So, dann gehen wir mal nach vorne. Der ganzen Zwergencrew. Immerhin muss unser Herzog noch lernen, was abgeht. Der Geistermeister, der macht die Rune der Langsamkeit. Geschwindigkeit minus 45 und so weiter und so weiter. Maximal Ohrfeind beim Überzaubern. Immer nur einer. Aber verstärkt den Effekt auf Geschwindigkeit. Ja, ich weiß mit Giga-Reitereinheiten oder so, vielleicht war das so schlecht. Und das wirkt sich als so eine Art grauer Nebelschleier auf den Feind aus. Naja. Da habe ich schon besseres Zeugs gesehen. So, und jetzt habe ich was ganz was Lustiges vor. Weniger Eisenhammer. Geht in den Kampf. Thoric Ironbrow. Meine ich natürlich. Natürlich meine ich das. Quick about it. Attack! Er ist auf jeden Fall schon mal geil drauf mit seinem Hammer hier. Gibt Blitzeffekte. Also, auf jeden Fall schon mal interessanter als wir, was die meisten so zusammenbasteln. Die gehen mal ein wenig zurück. Denn wichtig ist, dass denen ja ein Ding nicht so schnell bricht, die so nämlich alle hier weiter rumstehen. Und der so ein Blitzhammer, das ist einfach nur saugeil. Alter. Und die hauen mit blöde Schaufeln und Miskowitzer. Einfach nur herrlich. Okay. So. Und jetzt kommt das, worauf ich mich schon die ganze Zeit gefreut habe. Ah, ich lasse noch ein bisschen mehr am Zingeln. So. Rune von Zorn und Zerstörung. Der Runenmeister hämmert auf den Runenamboss ein und formt die Rune von Zorn und Zerstörung, sodass die Erde mit einem Riss aufbricht und Flammen und Schwefel hervorschießen. In der überzauberten Variante gibt's noch rüstungsdurchdringend Damage dazu. Machen wir das einmal. Ziemlich geile Lava-Explosion oder wie auch immer man sagen möchte. Der Boden sehr in Mitleidenschaft gezogen davon. Ziemlich cooler Zauber. So, und jetzt? Schauen wir mal, was jetzt rauskommt. Den Test stellen wir gerade ziemlich geil vor. Er steht ewig weit hinten. Oh Mann.
Das war auf jeden Fall.